Der steht auch so einsam. Ach, die fallen natürlich jetzt auch runter. Ja, da müssen wir mal eben runter. Yeah, zack. Das war knapp dran, aber besser wie nix. Äquell an die Biene. So. Sag mal, die Biene, die erste. Eine Forest. Davon habe ich schon viel gehört. Die hatte ich in meiner Testwelt, die ich dann hatte, bevor mir das alles so ein bisschen eingegangen ist, mitgefunden. Da drüben ist noch so ein Ding. Und auf dem Feld ist Korn. So. Da kriegen wir schon wieder. Wunderbar. Und eine Drohne auch noch. Das ist ja schon nice. Da ist ja noch einer. Also, da man mir sagte, dass man immer die Prinzessin haben muss, so viele wie möglich, hole ich jetzt auch alles das, was ich direkt hier sehe, mal mit. Und dann gehen wir über die Brücke, dann nehmen wir uns nämlich direkt nochmal ein paar. Das scheinen andere zu sein. Was ist das? Eine Meadows. Ah ja, von denen habe ich auch gehört. Ich hatte irgendwie Marble oder sowas. Da ist ein Ei. Dieses mit der Brücke sieht ja schon gar nicht schlecht aus, von hier unten so aus dem Augenwinkel gerade mal beobachtet. Und ich muss wieder dran denken, laut zu sprechen. Jetzt holen wir uns nochmal hier die Felder eben. Zack. Zack, zack, zack. Und pflanzen natürlich auch direkt nach. Denn hier unten haben wir ja noch ein bisschen Platz. Und wenn hier dann demnächst mal Gäste zu Besuch kommen in unsere schöne Einrichtung, dann sollen die natürlich auch sehen, dass hier auch schon was passiert, dass wir hier halt auch den Platz nutzen. Schöner wäre es natürlich gewesen, wenn die so ein bisschen rund verlaufen wäre, aber das kann man immer noch später nachbauen. Denke ich. Da sollte es jetzt nicht dran scheitern. So, jetzt müssen wir wieder hoch und direkt nochmal neues Werkzeug mitnehmen, wie gesagt. Damit wir uns da jetzt den Bergpfad bauen können. Ich denke mal, ich werde dann auch nochmal. Wow. Nice. Können wir doch brauchen. Können wir doch brauchen. Je mehr, desto besser. So. Die Felder müssen wir auch irgendwann mal da unten umlegen, denke ich mal, aber hat Zeit. Eigentlich jetzt nicht. Platz brauchen wir sowieso auf Dauer noch mehr. Und da sind wieder ein Ei. Da zumindest ein Ei. Ich weiß nicht, die Eier interessieren mich immer irgendwie hier. 11. Okay. Wir haben schon lange keine Hühner mehr rausgekriegt, ne? Irgendwie kommen hier keine Hühner mehr zustande. Mal fragen, ob da irgendwas geändert worden ist. Aber komisch finde ich schon, sonst kam aus jedem zweiten, dritten Eimer eins raus. Ich meine, 8 oder so ist, glaube ich, Grundeinstellung, aber momentan kommt ja so gut wie gar kein Huhn mehr da raus. So, und die Bienen müssen wir natürlich wegpacken. Da machen wir uns am besten eine neue Kiste für. Und vor allem sollte ich auf Dauer auch mal gucken. Es gibt ja hier, gibt es ja auch die Möglichkeiten, Eisentruhen und alles zu machen. Apropos Eisentruhen, habe ich so wenig Eisen eigentlich noch? Ich habe doch gerade eben Eisen gesucht gehabt, ne? Wenn ich die jetzt daneben setze. Ach, egal, komm. Die Bienen sind auch was Wertvolles, dann setzen wir die jetzt mit da rein. Gold. Kupfer, Silber, Saphir können wir aber benutzen. Diamant haben wir ein. Na, aus Saphir kann ich mehr Werkzeug bauen. Das ist nicht das Problem, das habe ich schon mitgekriegt. Bauen wir uns da nämlich jetzt zwei Spitzhacken draus. Ach, ich vergesse mal, dass das hier nicht mit dem Halten funktioniert. So, wir haben zu essen dabei. Wir haben Fackeln dabei. Dann mal auf ans Tagewerk. Und dann hier quasi so in der Kurve zulaufen lassen. Also hier die ein bisschen länger machen und dann da hinten dafür kürzer. Aber das können wir dann später noch machen. Das ist nicht das Problem. Hauptsache, wir haben hier schon mal eine Angriffsfläche. Was heißt Angriffsfläche? Aber ein Punkt, an dem wir ansetzen können. So, Saphir dürfte ungefähr so gut sein wie Eisen, wenn ich das richtig verstanden habe. Von daher, ich mache jetzt hier, wie gesagt, so einen kleinen Gang dann hier am Berg entlang, der uns Richtung Spawn führen wird. Das wird unsere kleine Straße, die werden wir dann später vielleicht nochmal anders pflastern oder so. Es wird dann natürlich genau jetzt dunkel, das ist natürlich auch wieder blöd, wenn jetzt Monster kommen und uns hier alles wegsprengen dann.
Aber jetzt direkt daheim rennen dafür. Ist auch wieder Käse. Das nervt mich ja. Wir waren gerade noch zu Hause. Aber bevor jetzt hier echt Monster kommen, glaube ich, werde ich doch zurücklaufen. Wir setzen hier schon mal Fackeln auf. So ein paar quer wild rein, einfach nur. So, und jetzt. Oh, sind ja doch schon ein paar Meter von zu Hause weg. Oh ja, da war auch ein Creeper gewesen oder so, über uns zumindest. Wenn ich die Karte denn so richtig deute. Glaube ich überhaupt? Das kommt mir so langsam vor. Allerdings muss ich auch aufpassen, das laggt zwischendurch mal so oder hängt so ein bisschen. Und bevor ich da runterfall. Da werden wir auf Dauer dann aber nochmal irgendwie so Zäune oder so dran setzen. Das finden wir schon. Ja, durch den einen Berg baue ich vielleicht sogar einen Tunnel durch. Weil da ist ja die Ölquelle und ich denke mal, da dran vorbeibauen ist nicht so prickelnd, wie wenn wir uns da einfach durch den Berg durchbauen. Hier müssen wir auf Dauer dann mal irgendwie halt schön verkleiden, dass das dann wieder passt mit dem Cobblestone und alles hier, dass das alles rot ist. Oder sollen wir da Dreck machen? Der Cobblestone sieht ja so aus, oder nicht? Mal den da reinsetzen. Nee. Müssen wir also wahrscheinlich erstmal brennen. Ist ja blöde. Dann machen wir das im nächsten Schritt. So, hier gehen wir dann wieder rein. Dass wir immer so drei Breite haben. Und oben einmal so quasi dachmäßig ein bisschen. Dann passt das schon. Dass wir hier so einen schönen Weg lang kriegen. Schön ist jetzt noch relativ, wie gesagt, das muss halt alles so noch aufeinander abgestimmt werden dann. Aber Stück für Stück. Ist jetzt nicht unbedingt die spannendste Folge dann. Und ich hänge manchmal wieder ein bisschen weit weg vom Mikro. Aber das gehört nun mal dazu. Ich könnte das auch offscreen machen, aber ich denke mal, gerade weil das auch hier der Let's Play-Server, sag ich mal, ist von uns allen, finde ich es fairer, wenn dann jeder auch entsprechend aufnimmt, wenn er was macht. Und da möchte ich mich dann auch anpassen. So. Das ist schon mal soweit in Ordnung. Da geht's jetzt wieder rüber. Jetzt hat es auch aufgehört zu laggen. Das ist schon mal schön. Ich hoffe, man hält sich mal eine Zeit. Weil theoretisch sollte mein Rechner das eigentlich gut abkönnen. Oh, da habe ich jetzt einen zu viel weggehauen. Egal. Muss nicht ganz perfekt sein. Hauptsache, man weiß, dass hier halt so ein Weg dann hinkommt. Den kann man auch wegnehmen. Passt besser. So. Dann sieht das Ganze schon ganz okay aus. Muss auch nicht immer alles 100% sein, damit es schön aussieht. Manchmal ist ein bisschen unperfekt halt auch sehr faszinierend. Ich habe hier wieder irgendwo Hühner in der Nähe. Die höre ich irgendwie immer raus, das Plick-Plick von den Eierchen. So, die nehmen wir auch noch weg. So, und wenn das dann später mal mit dem roten Kobbel entsprechend wieder angepasst ist, dann dürfte das schon ziemlich krass sein, so. Ich weiß nicht, gibt es hier auch vielleicht so einen etwas helleren Stein wie den roten Kobbel? Der vielleicht. Oder vielleicht wirklich mal gucken, den Kobbel da so ein bisschen reinzusetzen. Könnte auch ganz gut aussehen, wenn hier so eine Unterteilung einfach dann drin ist. Wenn ihr wisst, was ich jetzt meine. Da ist wieder ein Bienenkorb da hinten. Sogar mehrere. Ich gehe die mal eben holen. Bevor ich das vergesse. Boah, und nicht unbedingt ins Öl reinlaufen, das habe ich nämlich schon gemerkt. Das ist nicht unbedingt gut.
Ah, da hat auch jemand gebaut. Sind wir schon so nah am Spawn? Okay. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Na, wenn der jetzt das Blumenköpfchen noch nicht genommen hat, dann nehme ich das. So, jetzt haben wir natürlich keine Schere. Die habe ich natürlich jetzt zu Hause, ne? Blöd, blöd, blöd. Blöd, weil die Schafe werde ich jetzt nicht kaputt machen. Und da scheint, oder? Hat er da angefangen zu züchten? Ne, das ist irgendeine Elektronik. Wahrscheinlich hier das Feld. Interessant, so weit bin ich ja noch nicht. Und da ich jetzt keinen Kescher mehr habe und jetzt nicht extra dafür zurück will, wir werden nachher ja eh noch zurücklaufen müssen. Hey, dann kann er von seiner Hütte aus ja vielleicht schon unseren Bergpfad da sehen, wenn ich das gerade so sehe. So, und wenn das jetzt in einem etwas helleren Rot wäre, zum Beispiel. Müsste man mal gucken, ob es das gibt oder so. Oder halt etwas dunkler mit dem anderen halt. Dann stelle ich mir das doch sehr interessant vor. So eine kleine Unterteilung da drin. Ah, wenn das hier mal vernünftig alles ohne immer so zu hängen, dann würde das viel mehr Spaß machen, hier hochzuklettern. Dann könnte ich ja nämlich vernünftig hochjumpen. So, dann machen wir mal hier unseren Weg weiter. Hof da, so. Dass wir ein bisschen vorankommen. Ich denke mal, der wird auch heute nicht mehr online kommen. Denn so viel ich weiß, wollte er jetzt um die Zeit eigentlich aufgehört haben. Und da er bis jetzt nicht online gekommen ist, wird es wohl doch wieder eine Singleplayer-Folge. Dann werden wir wahrscheinlich gleich doch nochmal ein bisschen was in Sachen Maschine machen. Denn da müsste ja jetzt gleich auch irgendwann das mit dem Öl kommen. Dann buddel ich mich nämlich da nochmal eben durch den Berg. Scheint ja hiermit relativ schnell zu gehen mit den Saphir. Hacken. Ich hatte mich jetzt eben gar nicht geguckt, wie weit hier rum das Öl kommt, aber das müsste jetzt gleich kommen. Da ist das Öl. Das heißt, ich würde bis hier gehen. Auf welcher Höhe? Ich glaube noch eins höher, ne? Ja. So, dann würde ich sagen, bauen wir uns hier so einen Gang rein. So, jetzt bin ich schon wieder hier runter. Hips. Okay, das hat funktioniert. So. Würde ich sagen, bauen wir uns nämlich dann hier dann den Gang durch.